kurz. Muss ich mal kurz gucken. Ah, Mist, große Last. Muss ich auch mal. Was habe ich denn da eigentlich? Was wollte ich mir da noch drauf? Ach komm, ich nehme den hier. Jetzt guck ich mal, wie viel die geben. Der Assi, der Tobi. Habe ich jetzt immer noch eine große Last? Nein. Okay, das ist gut. Muss ich hier nochmal reloaden? Das ist ein First Try. Vielleicht. Vielleicht. Ich wollte jetzt aber noch ganz kurz irgendwo mal hingehen. Hä? Was? In Wirklichkeit ist sie schon tot. Oh, da ist noch ein nomadischer Händler. Ja. Kaufe ich mir noch schnell Sachen von meinen Runen, die ich vielleicht brauchen kann. Oh, wobei, eigentlich könnte ich mir auch beim Roundtable Hold. Bla bla bla. Was ist das? Ach komm, ich gehe kurz zum Roundtable Hold. Dann hole ich mir noch Krabben. Dann hole ich mir noch Krabben. Oh, stimmt, ich habe ja noch Klangperlen. Von Blackguard Boggart. Gekochte Krabben. Ach nee, ich wollte noch kaufen. Was hat die jetzt? Was haben die jetzt eigentlich im Angebot? 5 und 6, okay. Sonst kann ich nichts mehr kaufen. Der gute alte Blackguard Boggart. Ich mochte ihn eigentlich. War ein cooler Typ. Schade, dass er tot ist. Jetzt erstmal noch was trinken. So. Hoch. Okay. Vorsicht vor Liebhaber. Tod voraus. Blutverlust voraus benötigt. Schauen wir doch mal. Schauen wir doch mal. Oh.
kann ich jetzt eigentlich Screenshots gleich mitmachen. Die Cutscene ist versehentlich übersprungen hätte, weil mir mein Controller runterfällt. Ich hätte geschrien. Hype, hype. Okay, da geht auch wieder der. I dreamt for so long. My flesh was dull gold, and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return. Heed my words. I am Melania, Blade of Mikala. Das wird ein Thumbnail. And I have never known defeat. Diese Frau hat Thumbnail-Potenzial. Von der Stuhl. Oh. Wow. Oh, damn. Ich hab's mit drauf, das ist gut. Okay, das kann ich nicht so lange anhalten. Die Angriffe kann ich auch nicht unterbrechen. Komm, ich probier's mal mit dem Bro. Ach Mist, das habe ich dem Talisman nicht ausgerüstet, fuck. Kann ich die echt backstabben? Oh, nice. Oh, jetzt kommt der Waterflow.
damn. Ich hätte eigentlich noch eine Krabbe essen sollen. Damn. Wobei ich sagen muss, es war jetzt gar nicht so schlimm, wie ich es eigentlich dachte. Die hält sich wenigstens an dem Mimiktier nicht so hoch wie an mir. Aber die macht ihm auch nicht so viel Damage. Jetzt muss ich gucken. Das muss ich mal weghauen und die hau ich mal auch runter. Mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Mit dem Waterflow. Bin der Lucky. Bleed Drop. Genau. Wenn der Lucky Bleed kommt. Ja, okay, jetzt kann ich nochmal zurücklaufen. Weil ich wieder die falsche Taste gedrückt habe. Vielleicht ziehe ich mir aber noch eine andere Hose an. Ach, ich mag das nicht so, wenn der Mimiktier so rumrollt, dann mit der Hose Schaden macht und ich die dann nicht mehr hier parieren kann. Wenn die eh schon so am Boden liegt. Come on, Brother! Da funkt das Gelenk. Damn. Macht sich echt ganz gut. Oh, da grabt sie ihn. Autsch. Sah schmerzhaft aus. Hold on. Oh, nice. Welp. Oh, nice. Au. Oh.
Warum hat die eigentlich schon Schaden bekommen? Will ich mal was ausprobieren? Okay, ich weiß nicht, ob so viel Zeit zum Ausprobieren ist. Oh, Brother! Solange ich noch Leben habe. Oh, Mist. Geht ja gar nicht mehr. Geht ja nur einmal pro Kampf. Autsch. Ah, Mist. Muss ich mir merken. War ich ein ganz guter Try. Sollte bloß gucken, dass ich nicht so viel rumexperimentieren möchte. Oder besser, dass ich nicht so viel rumexperimentiere. Im Kampf. Muss ich nochmal cornern. Autsch. Fehlt mir die Ausdauer für. Nein, ich wollte doch gerade...
Ach fuck, jetzt hab ich Rot, Alter. Fuck. Zur Hölle bist du am Fast-Rollen. Hä? Ich bin nicht am Fast-Rollen, ich bin am Mittel-Rollen. Ich hab mittlere Belastung. Damn. Wäre ich nicht so greedy gewesen, dann könnte ich vielleicht noch leben. Hä, hey, was? Nein. Guck mal, ich hab hier... Warte, wo ist es denn? Da, mittlere Belastung. Also bitte, ja. Zeig Stats. Nie im Leben. Kannst auch einen Screenshot davon machen. Hast du so einen Ring an? Nö. Ich hab bloß hier den Schildkröten-Talisman, ich hab hier den Drachen-Talisman, den Schwert-Insignien-Dings, dann habe ich hier mehr für mehr Leben. Ich habe halt dann noch den Schildkrötenpanzer. Die gibt mir halt bloß. Das ist nie die normale. Das ist nie die. Doch, das ist die normale Midroll. Hä? Ich habe nichts anderes an. Ich habe halt an den Wichtkopf. Dann habe ich hier Radans Löwenrüstung, Schmelztiegelhandschuhe und Dornbeinschienen. Und sonst habe ich halt noch das Rad. Hier, Siegel der Drachenkommunion, das ich jetzt aktuell nicht benutze. Und das war's dann. Oh, sie kommen sogar freiwillig her. Oh mein Gott, er macht halt einfach Rot. Nein, ich hab das ja aufgerüstet. Fuck. Wieso er auch immer den Rot auf sie macht? What the fuck? Ah, fuck. Okay, das war eh ein schlechter Try. Ich darf ihm nicht die Möglichkeit zum Zaubern geben. Sonst wird hier der Damage verschwendet. Komm, gemeinsam! Schon richtig eingesteckt. Wie halt auch noch extra hinspringt. Komm! Ha! Die Rolle! Fuck! Da hab ich zu früh gerollt. Rip. Ich hätte auch einfach trinken sollen. Wobei, dann hätte ich wahrscheinlich Rot bekommen, dann wäre ich auch gestorben.
Ich hätte eigentlich lieber. Glaube ich, hätte doch lieber den Dung-Eater töten sollen. Und ich wenigstens seine coole Rüstung gekriegt. Ihm hinrollen. Er nimmt halt auch einfach. Oh mein Gott. Einfach der schlauste Dude. Zum Glück habe ich die Wurfmesser weggetan. Sonst fängt er wieder an, Wurfmesser zu werfen. Gerade geheilt. Gerade einfach Mikela Malenia's Blade gelesen habe. Jetzt. Ah, fuck. War knapp. Ich wollte echt öfters machen. MVP. Oh. Oh man. Wie es halt auch die ganze Zeit in die Luft gemacht hat. Mann. Mein Bro ist nicht der Shellster.
Oh, shit. Tränen ist richtig am Griefen. Das stimmt. Der meinte, der meinte jetzt wahrscheinlich, okay, er hat jetzt vorhin schon so viel gemacht. Soll ich mal mehr machen? Komm, mit Shield. Bam. Trinke ich jetzt? Nein, trink nicht. Oh, fuck. Scheiße. Ich wusste doch, dass das passieren wird. Das war jetzt eigentlich bis jetzt der beste Try. Wenn er eine Sekunde zu spät angegriffen hätte. Dann wäre ich einfach weggerannt. Muss eigentlich nur aufpassen. Wenn ich den Fight geschafft habe, dann muss ich nur daran denken, dass Gideon denselben Zauber dann später auch noch kann. Weil ich muss dann auch noch einen Mok machen. Ach, fuck. Da war ich jetzt doch ein bisschen unvorsichtig. Greed. Zahlt sich dann doch nicht aus. Oh, man. Das ist jetzt der Attempt wird. Oh. Oh. Ah, Mist. Damn. Staggert sie nicht so. Nicht so krass. Muss er noch gucken. Ab wann so der richtige Punkt ist. Weiß ich schon mal gern parryen würde. Mich würde interessieren, wie viel Damage ich da raushaue. Oder ob es dann einfach besser ist, einfach nur drauf zu hauen.
Komm, Brother! Attack! Okay, da bin ich jetzt selber schuld, dass ich das nicht herausgefunden habe. Die damn Waterflows machen halt schon Schaden. Da muss ich. Jetzt spring halt bitte nicht weg. Der Pizzacutter ist dein Freund. Ach, fuck. Oh, okay. Ich mal kurz gucken. Ich den wegtun? Absolut barbarisch. Und wie viel pusht mich das eigentlich? Wenn ich den wegtue? Okay. Okay. Das mache ich am Überlegen, eventuell auszutauschen gegen diesen einen, der hier Blutungsangriffe eigentlich verbessert. Ich weiß aber nicht, ob das nur diesen Blutungsdrop beeinflusst oder die Angriffe allgemein. Heil dich doch noch mehr. Los, Mimik! Attacke! Fuck! Jetzt habe ich gehofft, dass ich es echt unterbrechen kann. Weil wie sie herrennt und dann läuft sie so ganz langsam immer her. Dann approacht sie mich einfach so richtig.
Ich hatte auch schon gedacht, dass es der richtige Attempt wird, Tobi. Da warst du nicht der Einzige. Aber Waterblow ist verlassen. Ja, Mann. Oh Gott. Oh, bye. Da konnte sie sich gerade retten. Und sie hat sich so viel geheilt, Alter. Unglaublich. Ich weiß eigentlich gar nicht, wann der Waterflow eigentlich immer anfängt. Glück hat sie mich nicht gegrabt. Ich war irgendwie ein bisschen wasted gerade. Oh, damn. Sobald sie bei 75% niedriger, glaube ich, kann der triggern. Okay. Ja gut, wenn sie immer so hoch springt. Dann. Manche Leute benutzen den auch, um einfach über die Map zu fliegen. Na, er ist aber schlau, er haut sich wenigstens was rein für die... für weniger Damage. Wenn ich ihr halt konstant Schaden mache, dann geht das eigentlich. Aber da muss halt auch konstant Schaden da sein. Oh. Fuck. Ach, damn. Wenn sie einfach über mich drüber springt. Wir sollen U-Turn machen in die andere Richtung. Das ist schon, ich schieße mit dem Bogen. Oh Gott, what a block. Wenn sie einfach Breakdance macht. Zwischendrin. Wie Gandalf.
Oh mein Gott! Er backsteppt sie halt einfach! Ach, dammit. Da war ich wieder am Reden. Ich hätte es einfach first tryen müssen. Dann hätte ich die Probleme jetzt nicht. Wie den Giant. Der zweite war der closeste. Glaube ich auch. Glaube ich auch. Kann ich echt bedenken. Damn. Wenn es jetzt einfach ewig zum Laden braucht. Mit oder ohne Träne? Der war ohne Träne. Ich hatte bloß Alexander dabei. Aber ich hatte kein Pferd. What? Ja, ich bin ja nicht geritten beim Giant. Ich bin ja gelaufen. Ich glaube, auf dem Pferd hätte ich den nicht gefirst tried. So wie ich mit diesem Pferd auf diesem Pferd kämpfe, hätte ich den nicht gefirst tried. Ich hätte mich definitiv mit irgendeiner Attacke einfach getroffen, weil ich einfach so voll reingeritten wäre. 100 pro. Ich glaube, ich bin zu oft gestorben. Ja. Das Spiel will nicht mehr. Was passiert so? Ja. 10 Versuche plus. Bei Melania, damn, das Spiel will einfach nicht mehr. Nee, Charakter einfach gelöscht. Ich glaube, der ist abgeschützt, glaube ich ja auch. Oh cool, der Elden Ring Tab ist gar nicht mehr auf. Ach doch, da ist Elden Ring. Einfach mit den 6 GB Arbeitsspeicher. Vielleicht ein bisschen Gnade geben. Stimmt. Einfach alles zurückgesetzt zum First Try. Ja, mit Cutscene und allem. Das wäre wild. Außer es würde dann gar nicht mehr gehen und ich müsste es dann neu installieren. Das wäre dann Pain. Aber sieht schon mal gut aus. Wurde wahrscheinlich nicht mit Spiel beenden. Beendet. Benutze bitte eine dieser zwei Optionen, wenn Sie Ihre Sitzung beenden möchten. Wird das Spiel nicht in einer dieser zwei Optionen beendet, könnt ihr Ihr Spielfortschritt verlieren. Wäre in diesem Fall nicht so schlimm. Ich dachte schon, jetzt bin ich hier einfach irgendwo. Nein, ich bin hier. Boah, wäre schon hart eigentlich, wenn mein Charakter dann einfach weg wäre. Ich muss halt aber eigentlich hier
Melania besiegen, damit ich das Ende machen kann, was ich machen möchte. Das ist halt jetzt aktuell ein bisschen tricky. Die hätten sie ja eigentlich auch Melania Lady of Rot nennen können, theoretisch. Da wäre ein bisschen Potenzial für den Namen gewesen. Gott, ist in Rot in der zweiten Phase. Ach Gott, das ist der Waterflow. Da muss ich raus. Damn, da war ich wieder ein bisschen greedy. Auf Rot. Ja, Goddess of Rot. Ich habe nicht geguckt. Also, ich habe in der zweiten Phase nicht auf den Namen geguckt, tatsächlich. Welches Ende? Achso, welches Ende? Ich möchte eigentlich das Dung-Eater-Ende machen. Das Problem ist halt nur, ich kann es halt aktuell nicht machen, weil ich aktuell nur ein Ende machen kann. Egal, was ich, welche Bestrebungen ich, habe, irgendwelche anderen Enden zu machen. Weil ich wollte ursprünglich eigentlich ein anderes Ende machen. Eigentlich das Ende, was ich jetzt quasi momentan machen könnte. Doch, klar habe ich die Rani-Quest fertig. Aber ich habe eine Entscheidung getroffen, die all das nichtig macht. Ich habe ein Sakrileg begangen. Ich habe mich der gelben Flamme hingegeben. Das war halt mein Problem. Weil eigentlich wollte ich ja das machen. Wobei ich glaube, ich mache das eher beim nächsten Mal, wenn ich dann auch einen Durchlauf mache. Aber dann mache ich zuerst hier bevor ich Frenzied Flame hole, gehe ich erst in die Schmiede, weil dann stirbt hier Dingens, Milena, weil die kann mich dann im Nachhinein nicht mehr töten wollen.
Und dann würde mich interessieren, wenn die nicht mehr da ist, wie das Ende dann dementsprechend aussieht. Weil es dann eine andere Cutscene bekommt. Oh, dammit. Mal was, wollte ich echt mehr auf mein Leben achten. Ach, komm. Fuck. Da ging mir die Aufdauer aus. Aber nach dem Try gehe ich mal auf die Toilette. Da weine ich dann leise. Ah ja, Goddess of Rot. Fuck. Damn it. Na, da sollte ich nicht so lange überlegen. Oder zumindest nicht so lange rumstehen. Aber ich gehe jetzt erstmal auf die Toilette. Also bis gleich.
kennt. So. Dass er das halt auch so mitmacht, das finde ich so gut. Luni! Oh, Waterflow! Oh ne, doch nicht. Oh oh. Wie er halt einfach da reinspringt. Oh fuck, Scarlet Rod. What? Es ist nicht. Oh mein Gott. War sehr knapp. Es war echt knapp. Holy shit. Ich hab jetzt eigentlich gedacht, dass es weit kommt, aber ich habe schon kurz aufgegeben. Damn. Damn. Waterflow. Autsch.
Wie salopp er einfach dahin jumpt. Oh, damn it. Uff. Ja. Vielleicht doch den Full Heal nehmen sollen. Kommt der Power Drink. Ich habe eigentlich nur actually da Wasser reingetan, damit ich noch den letzten Rest rauskrieg. Aber ja, am Ende war es der Power Drink. Wieso zu mir? Wieso zu mir? Mal gucken, ist das sogar nur 87% Chance, okay. Wobei, blocken brauche ich da nicht. Die knockt mich da sowas von off-balance. Und dann wäre ich tot. In dem Moment ist man einfach tot. Ja, meine Nase. Da hat sie mich einfach mit ihrem Breakdance getroffen. Und dieser weirde Kick, den sie da macht. Ich weiß nicht, was sie. Ich weiß nicht für was eigentlich, aber. Wobei, ich könnte sie mir vorstellen, als wäre sie so eine Person, die einem einfach das Schild wegtritt. Und dann kommt der Waterflow. BM. Melania,
Welp. Muss ich kurz was nachgucken. Oh, er blockt sogar. Uff. Trifft mich dann doch mit voller Härte. Oh oh. Damn. Jetzt will sie das noch machen. Oh fuck. Fuck. Also das war jetzt wirklich, das heißt wirklich mehr als nur close. Damn. Damn. Ich hätte einfach draufhalten sollen. Den Sieg. Kannst du schmecken, oder? Ja, Mann. Ah. Do you have gum with the taste of victory?
Waterflow. Close Combat. Ah, fuck. Jetzt hab ich den falschen Knopf gedrückt. Also dieser eine komische Angriff, bei dem sie diese Geister beschwört, der ist halt mehr deadly für mein Mimiktier. Ich will nichts auf die... einfach gecancelt hat.
damn. Oh Gott, der Waterflow. Na, ich wüsste aber auch nicht, wie ich das aufhalten kann. Außer natürlich, dass ich hier Bleeding mache, aber das ist in dem Moment ein bisschen außer Frage. Ich könnte eigentlich versuchen zu blocken, aber ich weiß nicht, ob das effektiv ist. Jo, ist eigentlich die Blockschutz 73. Oha. Ist actually eigentlich fast so gut wie ein kleiner Schild. Hält sich halt auch einfach, wenn sie mich schon beim Sterben trifft. Das finde ich eigentlich auch recht lustig. Das abzusehen.
Controller-Maus mit Controller. Bevor du fragst, du hast seit wann, ich dachte, du bist immer Maus und sagst, nö, ich weiß nicht wann. Ich habe mir seit God of War einen Controller gekauft und ja, war ich ein bisschen voreilig reingestürmt. Also das ist der hier. Ein Xbox-Controller mit Kabel sogar. Der war günstiger. Der hat mich, glaube ich, mal 20 Euro gekostet oder so. Das war auf dem Stand von so einem, ich glaube Xbox One ist das? Ja, ich glaube von einem Xbox One-Controller. Ich wollte mir jetzt keinen für 50 Euro kaufen. Der war mir dann zu teuer. Weil den brauche ich ja nicht mit auf die Toilette nehmen. Nicht so wie mein Headset. Zudem hat er nur eine begrenzte Flugreichweite, also. Für den Fall, dass er mal vom PC fliegt. Was sehr oft passiert. Oh damn. Das hat sogar irgendwie funktioniert. Mit dem Blocken.
Damn. Ich kann den Waterflow von dem anderen nicht unterscheiden. Er ist halt einfach mittendrin einfach irgendwas. Mitten im Kampf einfach stehen bleiben und doch. Kurz snacken. Ach, ich muss jetzt mal kurz gucken. Ob ich hier nicht noch irgendein... Ich hatte eigentlich irgendwas. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Angriffsketten. Locker. Angriff und Stoßwaffen. Im Objekten. Auch ein erhöhter erlittenen Schaden. Nee. Und Kopfschüssen an denen da. Okay. Nee, hören die Angriffskette. Ne, sind das die Opferdinger. Okay. Waterflow! Au. Ich glaube, die Reaktion auf den Move ist bei jedem gleich. Einfach von hinten Panic rollen. Ja, es, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht. Es gibt halt auch einfach keine wirkliche Antwort auf das. Ich könnte blocken. Es hat zwar vorhin auch gut, eigentlich relativ gut funktioniert, aber ab einem gewissen Punkt durchbricht sie halt einfach den Block und du kassierst halt trotzdem den Damage. Und je nachdem, an welchem Punkt. Gibt bestimmte Dodge-Timings. Ja, gut. Ja. Aber was so Dinge mit so Timing angeht, da bin ich halt nicht so gut. Sonst könnte ich auch parryen. Bei diesen Insane-Shirts zu treffen, vor allem die ersten beiden Flurries. Ja.
Und wäre ich gut darin, dann hätte ich Mortal Shell nicht ohne Parry durchspielen müssen. Wenn du weit genug weg bist, einfach raus aus dem Fokus nehmen und wegrennen. Ich weiß nicht, ob... Okay. Okay, hier ist es natürlich wie auch in wie in geliebten Dark Souls 2. Hier wird man halt natürlich auch vom Lock-On beeinflusst. Oder besser gesagt benachteiligt. Aber am Ende bringt mir natürlich auch das Rollen nichts mehr, wenn sie mich halt eben mit einem Treffer trifft und ich dann tot bin.
Kannst du nicht Bloodflame Blade auf das Weaver? Nee, es geht nicht. Wäre schön, wenn ich das machen könnte, aber es geht nicht. Ich könnte auch hier, was ist das andere? Ich glaube Frostflame oder so. Nee, hier Blackflame. Aber ich müsste mal gucken, kann ich auf das andere eigentlich das machen? Ja, das ist halt wie in Dingens auch, wie in Dark Souls. Da kann ich sowas auch nicht drauf machen. Nee. Dann müsste ich die Kriegsasche runternehmen. Weil wenn ich die Asche eigentlich wegball... Oder nee, wenn ich hier den... wenn ich hier den Status-Effekt... Standard... Schwer... Wertig. Ja, wertig ist eigentlich am besten... Nee, schwer ist am besten, glaube ich mal. Ja, weil es nur mit Stärke skaliert. Muss ich mal gucken. Oh, das würde gehen. Aber um damit zu kämpfen, müsste ich halt eigentlich, Feuer plus 44, okay. Nice. Das müsste ich halt, wenn dann nochmal upgraden. Da muss ich jetzt mal kurz gucken. Wenn ich da jetzt einfach Feuer drauf hau, kann ich das dann trotzdem drauf machen? Nö. Dann geht's nicht mehr. Probier mal die Ash of War Sturmklinge. X-Asche. Habe ich das überhaupt? Das ist die andere Frage. Das ist Stampfer, Feger, Löwenkralle, Felsklinge. Die Brüllsachen, Wirbelwind. Schrimpt, Riesenjagd, Sturmklinge. Klinge. Zusammen mit Flammenberge habe ich Melania gelegt. Okay. Ach komm, dann mach ich die schwer. Wieder. Wobei. Ein Bloodflame Blade als Verzauberung. Ja gut, dann gehe ich aber schnell mal zum... Ich gehe jetzt... Wobei, ich muss auch gucken, ob ich hier genug Stones habe zum... na gut. 24. Müsste die eigentlich upgraden können. Probier das jetzt mal schnell. Ich kriege die auf 25. Und dann schmeiße ich die ganzen anderen Zauber raus. Außer halt Bloodflame. Weil dann macht die Mimiktier das auch. Und dann gucke ich das mal. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Heldenrune, wie viel gab die? 15, okay. War jetzt ein bisschen viel. Das kann ich benutzen. Wort 40, glaube ich. Drachenkult, Götterskalpe. Das ist normales. Kaufe ich jetzt einfach noch schnell Schmiedesteine von den Value Town.
Wie viel Damage mache ich jetzt? Okay. Geht. Sauber. Na gut, die macht ja noch diesen Burning Damage. Also die brennt ja, glaube ich, mal nach. Oder war es Black Flame? Ich bin mir nicht sicher. Okay. Also jetzt weiß ich, warum du die so gut findest. Das kann eigentlich schon ziemlich gut sein. Zwar mich ja der Waterflow nicht killt. Ist gut, ja. Das probiere ich dann gleich nochmal aus. Da will sie es wissen. Ach, dammit. Da kann ich dir aber auch nicht helfen. Ja gut, klar. Der Waterflow ist halt jetzt mein anderes Problem. Carsten. Ja, dann steht er halt rum und macht halt irgendwelche Sachen und wird dann getroffen. Das ist halt auch die andere Sache. Du machst dann noch mehr Damage. Ach so. So meinst du das? Ah. Habe ich noch? Oh ja. Bam! Ja! Genau! Genau!
Bam! Der Tobi-Build. Es ist einfach der Tobi-Build. Und jetzt, ich glaube, ich werde das VOD davon einfach cutten in 2 Stunden und das werde ich dann als einzelne Folge hochladen. Das ist dann einfach, ich werde es dann einfach nennen, I am Mikela. I am Mikela, Blade of Malenia. Danke, dass du Zili mein OP-Bild vorgestellt hast. Na, also ich muss ja sagen, ich wusste ja von Anfang an, dass die Flammberge stark ist. Ich hätte aber jetzt nicht gedacht, dass ich das so krass bauen kann. Also. Das ist 48.000, holy shit! 480.000 meine ich, sorry. Aber danke, Tobi. Ja. Das war auf jeden Fall eine sehr interessante Vorstellung. Boah, in was investiere ich denn das jetzt? Liegt noch in Ausdauer? Oder will ich mehr Leben? Einmal mehr Leben. Wäre gar nicht so schlecht. Glaube, weiß ich nicht. Will ich glauben. Ich könnte aber auch noch auf Geist gehen. Und dann habe ich dann mehr FP. Ach nee, komm, Stärke. Ballern einfach in Stärke rein. Dann gehe ich jetzt aber mal wieder ein bisschen zurück auf meinen Pizzacutter. Ich habe auch irgendwie diesen komischen Finger. Der ist ein Hammer. Okay, weird. Ich könnte auch einfach den Fingerflip machen. Der sieht ein bisschen lustig aus. Ich habe aber mal gesehen, dass er irgendwie bis zu 10k Damage machen kann. Was schon irgendwie ein bisschen krass ist. Oh ne, die wollte ich jetzt nicht. Pizza Cutter. Ich glaube, den behalte ich. Weil ja, ich habe ja eigentlich sonst eigentlich immer den gehabt, aber... Ich war halt eigentlich am Überlegen, ob ich nicht vorher, ob ich davor nicht eigentlich noch den Dingens hole. Diesen Talisman, mit dem ich mich heile, wenn ich Damage mache. Weil das wäre halt mit dem hier, also mit dem Rad, eigentlich ziemlich easy gewesen. Dann hätte ich mich halt wie sie auch immer wieder voll geheilt, wenn ich dann den Angriff gemacht hätte, mein Mimiktier auch. Und es wäre halt dann eigentlich einfacher von der Hand gegangen. Aber da ich ihn halt nicht hatte, ging es halt auch nicht anders. Achtung, gebt nicht auf. Aber die Frage ist dann, wo kriege ich dann die Nadel? Der Heal ist gefühlt mega klein. Echt? Also ich weiß halt nicht. Ich hab das mal gesehen, dass es so ein Bild ist. Von dem Talisman. Ja, aber wenn ich hier dann den, wenn ich hier das Rad benutze... Dann müsste ich ja eigentlich einigermaßen recht gut Heal bekommen. Auch wenn es ein bisschen ist. Ah, ich weiß ja nicht. Ich weiß halt nur, dass der Heal halt von dem hier, der macht mir halt immer nur, ich glaube, jede Sekunde immer 2 Leben. Aber eins würde mich jetzt interessieren, wo ist hier die Nadel? Ja, ich habe gelesen, dass man nach Malenia hier Mikelas Nadel bekommt. Und damit kann ich dann hier das Ding jetzt machen. Eigentlich. Hier die Frenzied Flame wieder wegbekommen. Mist. Ja, den Strick kaputt gemacht. Och man. Ja gut, also, das war dann Malenia.
Der Helic Tree fertig. Mach ich hier mal kurz raus und setz mich an die Grave. Und dann guck ich mal. Dann muss ich dem danach Richtung Moog gehen. Den wollte ich dann auch noch machen. Wobei ich keine Ahnung habe, wo dem eigentlich sein Anwesen ist. Geändert hat sich da wahrscheinlich jetzt nichts mehr. Nicht mal der Stuhl ist respawned. Doch, der Stuhl ist respawned. Oh, stimmt, da ist ja eigentlich auch eine Grace. Die habe ich jetzt gerade irgendwie total verpennt. Oder besser gesagt, echt vergessen. Okay, cool. Jetzt gucke ich jetzt erstmal gleich, was ich hier von Melanias Echo bekomme. Melanias Hand, Scharlachrotes Aeonia. Blüte explodiert und Scharlachfreude freisetzt. Ah ne, komm, ich nehme das hier. Oh, löst Blutverlust aus. Tanz der Kraniche. Kriegsprothese ist ein Symbol ihrer Siege. Manche sagen, sie hätte Schwingen gesehen, als die Klinge gen Himmel gestreckt wurde. Schwingen des eisernen Willens, der niemals gebrochen wurde. Ein schnell und elegantes Schnittkombo, den dem Balz des Kranichs erinnert. Wiederholte Eingabe könnt ihr bis zu 2 weitere Angriffe ausführen. Okay. Waterflow! So, dann gehe ich jetzt erstmal dahin. Und dann hole ich da noch mein Deathroot raus. Und dann kann ich endlich zu Gurren gehen. Und dir all mein Deathroot geben. Nicht Kopfwolf. Versperrt, das wundert mich nicht.
Okay, schon mal schnell Glühwürmchen. Wild. Boah, wenigstens pocht mein Auge nicht mehr so. Wie vorhin beim Autofahren. War nicht so lustig. Ich dachte, mein Auge. In dem Moment dachte ich, mein Auge fliegt mir raus, aber. Tja. Sind diese anderen Dinge. A Voyager! Ständig Freund. Ups. A Voyager! Da steckt einfach der Arm. Ich bin da mal raus, Assi. Good night. Ja, good night. Tobi. Bis zum nächsten Mal. Und auch gute Nacht an Silly. Voyager. Nicht hier. Muss ich da etwa wieder auf den Guillotinen nach oben fahren oder was? Yeah. Dieb voraus.
Ich weiß eigentlich gar nicht, wie fies das ist. Wenn man einfach für so Leute wie mich einfach hier so einen Raum reinwirft, der genauso aussieht wie so ein anderer. Dahinter aber ein Aufzug ist, den ich noch nicht benutzt habe. Und ich mir echt immer denke, dass es hier eigentlich genau derselbe Raum ist. Oder besser gesagt, genau derselbe Ort. Shit. Ich wollte euch zur Seite rollen. Ach Gott. Ich finde den Weg da jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr rüber. Oh, dammit. Wobei ich glaube, dass ich jetzt aufhöre. Ja. Wir haben zwar 2 Stunden 15. Aber ich bin jetzt eigentlich schon übel ziemlich down. Wobei ich heute auch nur 4,5 Stunden geschlafen habe wegen Melania. Weil ich noch ein paar Sachen machen wollte eigentlich, bevor ich die fighte. Und dann muss ich ein bisschen früher aufstehen, als ich es eigentlich sonst tun würde. Ja, aber an der Stelle würde ich dann einfach sagen, wenn euch der Stream gefallen hat, dann lasst doch ein Follow da. Schaut auf YouTube vorbei, da gibt's nice Videos. Und natürlich Sunbros, praise the sun, ja, und bis zum nächsten Mal.